Geschirr hat immer Saison, aber ganz besonders seit Beginn der Corona-Krise im letzten Jahr. Jedes Mal vor den Lockdowns wurden Haushaltswarengeschäfte förmlich gestürmt. Eines von ihnen blickt auf eine lange, erfolgreiche Tradition zurück und feiert heuer sein 152-jähriges Bestehen. Andrea Frey hat dieses Geschäft mit Herz besucht. Wenige Meter vom Meidlinger Markt entfernt befindet sich in der Reschgasse 10 eine Perle des Einzelhandels, wie man sie nur noch von früher kennt. Geschirrs Ladeck ist weit übers Grätzl hinaus ein Geheimtipp. Denn hier gibt's Dinge für Küche und Haushalt, die man sonst kaum findet. Hier gibt's alles. Und wenn's nicht da ist, wird's bestellt. Das ist ein super Service. Und ich komme, seitdem ich in Meidling bin, hier einkaufen. Und sie sind auch immer sehr bemüht, die Sachen zu reparieren. Ja, also nicht sozusagen, das haut jetzt irgendwas und weg damit was. Nein, sondern wenn es geht, dann können Sie es auch reparieren. So eine tiefe, tolle Beratung, als wäre es ein Patientengespräch, wenn ich so vergleichen darf. Gegründet wurde das winzige Geschäft 1869 von Johann Sladek, dem Großvater des späteren Besitzers Franz, der es mit Ehefrau Gertraud bis 1988 betrieb. Und heute sind es 4 Generationen, die mit vereinten Kräften den Laden schupfen. Die 94-jährige Gertraud, deren Tochter Susanne, Manuela, Susannes Tochter mit ihren Zwillingen Mia und Amelie, die mit ihren 11 Jahren auch schon fleißig mithelfen. Ich drehen mal. Ein bisschen. Warte, ich muss sie noch hinhängen. Drehen. Stopp. Gott sei Dank sind sie sehr brav. An die 10.000 Produkte stapeln sich in den Regalen. Alles vorfinanziert, versteht sich. Wie muss man sich mit so einem umfangreichen Sortiment heute positionieren, um der Konkurrenz, die vor allem im Internet lauert, die Stirn zu bieten? Das ist schon sehr schwierig. Aber wir haben fast nur Markenprodukte, schauen auf Qualität. Wir sind um den Kunden so bemüht. Dieses persönliche Gespräch, und da suchen auch wieder viele. Die kommen rein und wollen eine Beratung. Diese Beratung bekommen sie im Internet nicht. Wie viel? Der kostet 3,90 und der kommt auf 10 Euro. Der schöne, dann nehme ich den. Ja, gerne, mit Holzgriff. Ja. Langlebigkeit, auf das setzen wir sehr viel Wert, dass eine Pfanne nicht ein halbes Jahr hält, sondern 10, 20 Jahre. Weil wenn man ein schönes Produkt zu Hause hat, dann möchte man länger damit Freude haben. Die Enkeltochter macht das Internet. Die schickt die Ware bis nach Australien. In die Schweiz, Deutschland, überall hin. Seit seinem Bestehen ist der Kunde in diesem Geschäft König. Selbst wenn nach langen Beratungsgesprächen unterm Strich nur ein paar Euro in der Kasse landen, lohnt sich dieser Einsatz, wodurch Zeit Geld ist? Mein Vater hat schon immer gesagt, auch den Kleinen muss man sehr nett und freundlich bedienen. Wenn der Kleine kommt, dann kauft was Großes. Es ist egal, ob der 3 Euro bezahlt oder 50 Euro, das ist alles in Ordnung. Weil das nächste Mal kommt er dann und lasst 25 Euro da oder mal 100 Euro. Bei so vielen Produkten muss geschickt kalkuliert und geplant werden, damit es nicht zu Ladenhütern kommt, die irgendwo jahrelang verstauben. Überhaupt nicht gegen Zinnprodukte, aber das bunte Geschirr aus den 60er Jahren, das kriegt jetzt wieder den Renner. Wir haben noch nie so viele Nudelmaschinen gebraucht, als wie voriges Jahr und auch heuer. Und 5 auf 10. Zu Fest- und Feiertagen herrscht immer Hochbetrieb. Und da ist es besonders wichtig, dass die Kompetenzen für den optimalen Geschäftsfluss unter den beiden Chefinnen gut aufgeteilt sind. Ich bin eher für die Gusseisengeschichte, meine Mama eher für Bestecke und Porzellan. Ich mache auch sehr gerne Schnellkochtöpfe, repariere ich. Sie kann anhand des Dichtungsringes, der oben drin liegt, erkennen, was die Leute gekocht haben. Weil wenn er sehr porös und trocken ist, hat sie gesagt, kocht man nur Kartoffeln drin. Aber wenn er weich und geschmeidig ist, auch noch nach Jahren, dann hat man eine fette Rindsuppe drin gekocht, weil der Ring nicht oder dieser Gummiring nicht porös wird. Ich war begeistert. Ich bin für die groben Sachen, die Mama für die feinen. Auch diesem Geschäft hat Corona immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Stammkundschaft ist treu geblieben und kauft vor den Lockdowns deutlich mehr oder bestellt im firmeneigenen Online-Shop. Und da das Verschicken wegen langer Warteschlangen mühsam wurde, ist die Firma jetzt auch Postpartner für die Leute im Grätzl. Egal wie widrig die Umstände durch die aktuelle Situation sind, die Flinte ins Korn werfen geht bei den Sladeks gar nicht. Dafür gibt es einen Herzenswunsch.
Papa. Wir sollten alle den Popo in die Höhe kriegen, von der Couch, vom Online-Bestellen weg, zum Laden hin und sagen, wir hätten gern das, auch wenn es nur 5 Stück Papier sind oder ganz kleine Sachen wie beim Kreisler, 2 Semmeln, dann hole ich die 2 Semmeln in der Früh dort. Aber wir müssen jetzt unterstützen, die Kleinen, die noch vorhanden sind. Wir werden immer weniger. Letztens hat sie gesagt, Oma, du musst noch lange leben.